Hey Leute, außerdem habe ich sogar noch eine fleischfressende Pflanze, und zwar hier den Sonntau. Der ist Sonntau, weil der hier kleine Wasserperlen dran hat, und damit fängt er dann auch kleine Tierchen. Und zwar am liebsten, hier sieht man ja, Trauermücken. Und da ist auch ganz wichtig, dass der immer im Wasser steht. Haben wir hier, weil der eigentlich im Sumpf wächst, und deswegen muss der immer nass.